Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Rosa Lux History. Mir gegenüber sitzt Albert Scharenberg. Ja, und an der anderen Seite des Tisches, gewissermaßen mir gegenüber, sitzt Annika Taschke. Das Thema in dieser Podcast-Folge ist die Migration in zeitgeschichtlicher Perspektive. Dabei möchten wir uns auf die Anfänge der Migration fokussieren und insbesondere auf die Anfänge der migrantischen Selbstorganisation. Dafür springen wir in das Nachkriegsdeutschland, was bedeutet, dass es um Migration in den beiden deutschen Staaten geht, nämlich in der DDR und in der BRD. Ja, wir wollen der Frage nachgehen, wie die sogenannten Gastarbeiter in der alten Bundesrepublik anfingen, sich selbst zu organisieren. Aber wir wollen auch danach fragen, ob bzw. wie sich denn die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR zu ihrer eigenen Interessenvertretung zusammengetan haben. Dazu werden wir heute sprechen mit Dr. Edith Pichler, die an der Universität Potsdam lehrt und forscht. Mit ihr werden wir reden über die Geschichte der italienischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und dann werden wir sprechen mit Murat Çakır, der das Regionalbüro Hessen der Rosa-Luxemburg-Stiftung leitet. Und zwar über die Anfänge der Selbstorganisation türkischer Gastarbeiter. Ja, und schließlich wollen wir ein Interview führen über DDR-Vertragsarbeiter mit dem Historiker Dr. Patrice Putrus, der an der Universität Erfurt lehrt und forscht. Die Frage der migrantischen Selbstorganisation ist von großer aktueller Relevanz. Schließlich ist die multikulturelle Gegenwart der Bundesrepublik nach wie vor Gegenstand harter gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Immer noch wollen große Teile der Bevölkerung sich nicht damit abfinden, dass das Gesicht des Landes sich durch die Migrationsbewegungen der Nachkriegszeit grundlegend verändert hat. Seit dem Einzug der AfD in die Parlamente, insbesondere seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag, sind MigrationsgegnerInnen und RassistInnen immer lauter geworden. Ein Grundproblem der Politik beider deutschen Staaten in der Nachkriegszeit war, dass sie auf der einen Seite ausländische Arbeitskräfte ins Land holten, auf der anderen Seite ihnen aber keine Integrations- und Bleibeperspektive boten. Im Gegenteil, sowohl die DDR als auch die BRD pflegten jahrzehntelang das Leitbild einer Gesellschaft, die man sich eher als ethnisch homogen vorstellte und in der folglich kein Platz mehr für Menschen mit Einwanderungsgeschichte war. Genau, dabei ging die Vorstellung ethnischer Homogenität bereits damals an der Wirklichkeit vorbei. Schließlich hatte Deutschland längst verschiedene Einwanderungswellen erlebt, etwa die Einwanderung der französischen Hugenotten, vor allem nach Brandenburg-Preußen im späten 17. Jahrhundert, die Migration von Polen ins Ruhrgebiet im späten 19. Jahrhundert oder auch die Immigration osteuropäischer Juden zur selben Zeit. Bevor wir zu den Interviews kommen, wollen wir kurz die allgemeinen Eckdaten der Nachkriegsmigration skizzieren. Die alte Bundesrepublik hat in den 1950er und 1960er Jahren aus wirtschaftlichen Motiven Millionen sogenannte GastarbeiterInnen angeworben. Man ging damals davon aus, dass sie den Arbeitskräftemangel im Land beheben, aber das Land nach einem zeitweiligen Aufenthalt wieder verlassen und in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Erst später stellte man erstaunt fest, um es mit den Worten von Max Frisch zu sagen, dass man Arbeitskräfte rief und Menschen kamen. Organisiert wurde die Migration auf der Basis bilateraler Anwerbeabkommen, mit Italien 1955 abgeschlossen, mit Spanien und Griechenland 1960, der Türkei 1961, Marokko und Südkorea 1963, Portugal 1964, Tunesien 1965 und mit Jugoslawien 1968. Im November 1973 erfolgte dann ein allgemeiner Anwerbestopp. Daraufhin verstärkte sich der Familiennachzug der immer noch als Gastarbeiter geltenden Einwanderer. Ihre Integration in die Gesellschaft blieb weiterhin umstritten. Noch in den 1980er Jahren versuchte die Regierung Kohl, sie durch sogenannte freiwillige Rückkehrhilfen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Nur stufenweise und über Jahrzehnte wurde der Aufenthalt verstetigt. Ergaben sich für manche Eingewanderte bessere Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Die Situation ausländischer Arbeitskräfte in der DDR war noch prekärer. Die VertragsarbeiterInnen kamen über Staatsverträge mit befreundeten realsozialistischen Ländern in die DDR. Dazu gehörten neben Polen,
Abkommen 1965 und Ungarn 1967, vor allem Kuba 1975, dann Mosambik 1979, Vietnam 1980 und Angola 1984. Zwar war ursprünglich vorgesehen, dass sie während dieser Zeit befristeten Aufenthaltes eine Ausbildung machen, in der Praxis aber geriet dieser Teil des Vertrags rasch in den Hintergrund. Stattdessen wurden sie vorrangig in den Wirtschaftszweigen eingesetzt, wo der Bedarf an Arbeitskräften besonders groß war. Zudem waren sie rechtlich noch schlechter gestellt als die sogenannten GastarbeiterInnen in der Bundesrepublik. Die Anzahl der VertragsarbeiterInnen in der DDR betrug nur einen Bruchteil der GastarbeiterInnen in der BRD. Ja, den ins Land geholten Menschen, könnte man sagen, wurde das Arbeiten ermöglicht, aber das Leben schwer gemacht. Kurz zusammengefasst, könnte man sagen, dass sie wirtschaftlich als Arbeitskräfte benötigt und rasch in die betrieblichen Abläufe integriert wurden, während man ihnen gesellschaftlich und politisch mit Ablehnung und Ausgrenzung begegnete. Das stimmt leider, Albert. Deshalb möchten wir in unseren Interviews herausfinden, wie Migrantinnen unter diesen Bedingungen in einem fremden Land lebten, das ihre Arbeitskraft intensiv nutzte, aber ihre Teilhabe weitgehend ausschloss. Und wie es möglich war, sich unter derart widrigen Umständen und mitunter einem ihnen gegenüber feindlich eingestellten Umfeld zu organisieren und ihre Interessen kollektiv zu vertreten. Dazu muss man zunächst festhalten, dass eine von staatlichen Stellen unabhängige, organisierte kollektive Interessenvertretung in der DDR grundsätzlich nicht möglich war. Weder für Deutsche noch für Migrantinnen und Migranten. In der Bundesrepublik war die Selbstorganisierung rechtlich erlaubt, aber sie war für die ressourcenarmen Migranten unheimlich schwer zu verwirklichen. Es war schließlich die Selbstbehauptung im rassistischen und postnarzistischen Umfeld, die den Anstoß gab zur Migranten-Selbstorganisation. Auch wenn linke Akteure hierbei oftmals als Geburtshelfer fungierten und den Anstoß gaben für die Organisierungsprozesse, folgte die Selbstorganisation keinem linken Drehbuch, sondern eigenen Regeln. Eine wesentliche Rolle spielte die unmittelbare, unpolitische Selbsthilfe. Was man individuell nicht bekommen konnte, versuchte man gemeinsam zu beschaffen. Von großer Bedeutung waren aber auch die Heimatverbundenheit und der Zusammenhalt untereinander, gerade der ersten Generation, sowie die unternehmerischen Aktivitäten, die in den Einwanderer-Communities entstanden. Albert, wenn du sagst, die Selbstorganisation war ein Akt der Selbstbehauptung, dann verweist das ja bereits deutlich darauf, dass dies auch ein widerständiger Akt war gegen den Rassismus der bundesdeutschen Gesellschaft. Das ist meines Erachtens auch der entscheidende Punkt. Man schließt sich zusammen, um Dinge zu ändern. Von Fragen des Alltagslebens über die Teilhabe an der Gesellschaft bis hin zum Widerstand am Arbeitsplatz selbst. Deswegen kommen wir nun zum ersten Interview. Unser erster Gast ist die aus Südtirol stammende Dr. Edith Pichler, die an der Universität Potsdam vor allem über die italienische Migration in die Bundesrepublik forscht. Edith ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo Edith. Hallo. Edith, die Italiener waren ja die erste Gruppe von Gastarbeitern in der Bundesrepublik. Du sprichst mit Blick auf die italienische Community in Deutschland von Don Camillus und Peppones nördlich der Alpen. Also gewissermaßen von zwei politisch ganz unterschiedlich ausgerichteten Gruppen. Den katholisch-konservativen und den sozialistischen und kommunistischen Italienerinnen und Italienern. Inwieweit kann diese politische und ideologische Spaltung denn im Alltagsleben und in der Selbstorganisierung der Italiener in Deutschland zum Ausdruck? Ich bringe jetzt zwei Beispiele, die wichtig sind. Also, weil sind Institutionen, die sehr aktiv waren unter den Italienern. Und die erste Institution, die sehr aktiv war schon ab den 50er Jahren, war die katholische Mission, die Missione Cattolica, die Sozialberatung und die seelsorgerische Betreuung unter den italienischen Migranten übernahm. Die Migranten bei materielle Nöte half, zum Beispiel bei der Suche einer Wohnung, die italienische Kinder, die Schulprobleme hatten, unterstützt durch eine eigene
Institution tut diese Aktivitäten, hat sie versucht, auch die italienische Gastarbeiter an der Kirche zu binden. Das war eine Seite, die katholische Mission. Und dann natürlich sind auch die italienischen Gewerkschaften in Deutschland aktiv geworden durch ihre Patronate, durch ihre Sozialdienste. Und hier kann man auch eine Trennung sehen zwischen christlich und kommunistisch-sozialistische Weltanschauungen unter den Gewerkschaften. Und alle diese, zum Beispiel diese Patronate, diese Sozialdienste, haben nicht nur die Migranten beraten, sondern sie haben auch berufsbildende Kurse für die Migranten angeboten und organisiert, dass sie bessere Chancen haben dann in der Arbeitswelt. Ja, das ist interessant, dass auch die ACLI, die katholische christliche Gewerkschaft, oder hat die Beziehungen zu der oder kooperiert mit der Caritas und der katholischen Arbeitnehmerbewegung CAP, während die linke Gewerkschaften, italienische Gewerkschaften und Sozialdienste mit der DGB kooperieren. Ja, das waren die Gewerkschaften. Danach natürlich werden die Migranten auch interessant, nicht nur als Objekte von Unterstützung und Hilfe, sondern auch als politische Subjekte. Und die Parteien eröffnen in Deutschland Auslandssektionen. Vorwiegend sagen wir die linke Parteien, also die Partito Comunista und der Partito Socialista waren sehr gut organisiert und aktiv. Und sie haben eigene Migrantenorganisationen gegründet. Die Partito Comunista, die FILEF und die Partito Socialista, das Istituto Fernando Santi. Für sie war natürlich wichtig, für die Parteien, dass man dadurch die Migranten mobilisieren konnte, um bei den Wahlen in Italien. Also da haben zum Beispiel die kommunistische Partei hat so zum Beispiel sogenannte rote Züge organisiert. Also die Migranten sind gefordert worden, bitte nach Italien zu gehen, um dort zu wählen, dass die Situation dort besser wird. Und dann können wir einen Tag zurückkehren und in Italien leben, wenn die wirtschaftliche Situation besser wird durch eine politische Transformation. Das, also sagen wir, das waren so ein bisschen diese drei Formen von Organisationen, die katholische Kirche, dann die Gewerkschaften mit ihren Sozialdiensten und dann die Parteien mit ihren Organisationen. Und die waren richtig geteilt, könnte man sagen, christlich, katholisch und kommunistisch, sozialistisch. Vielen Dank, Edith. Ich bin Annika, hallo also auch von mir. Auch wenn die meisten italienischen Migrantinnen in Süddeutschland lebten, hat es auch etliche nach West-Berlin verschlagen. Du hast hierzu ja auch intensiv geforscht und publiziert. Ein Beispiel. Im Berliner Stadtteil Schöneberg gründeten Mitglieder der italienischen kommunistischen Partei, die damals in ihrer eurokommunistischen Phase auch eine echte Massenorganisation war, Anfang der 70er Jahre den Circolo Carlo Levi. Welche Rolle spielten derartige Einrichtungen denn für die Selbstorganisation der Migrantinnen? Ja, hatten sie sehr Einfluss. Um Einfluss zu gewinnen, haben die Parteien, wie gesagt, weitere Migrantenvereine gegründet. Die interessant ist, dass sie nicht unbedingt eine italienische Organisation war, die hierher gebracht wurde, sondern der Circolo Carlo Levi war richtig eine Organisation, die von den Migranten hier vor Ort gegründet wurde. Aber in der Circolo Carlo Levi war die Partito Comunista die Unione Donne Italiane, die auch so der Partito Comunista und der Partito Socialista nahestanden und die FILEF. Wie gesagt, die FILEF ist eine Gründung von der Partito Comunista, gegründet von dem antifaschistischen Arzt Carlo Levi, bekannt durch sein Buch Christus kam bis Ebola und so weiter. Ja, und diese
Circolo Carlo Levi besaß eigene Räumlichkeiten, eine Art, darunter eine Art Kneipe und einen Versammlungsraum für verschiedene Veranstaltungen sowie eine Bibliothek. Und interessant ist, dass der damalige Konsul hat auch Bücher gespendet für der Circolo Carlo Levi. Ja, man konnte so italienische Belletristik lesen oder auch wissenschaftliche Literatur. Ende der 80er Jahre wurde auch eine Videotechnik angeschafft, da konnte man so italienische Filme in Originalsprache gezeigt werden. Was wichtig auch war, war, dass außerhalb der Wochentage kamen auch viele alleinstehende Männer, die allein waren, und dann haben sie dort, sagen wir, Gesellschaft gefunden und haben sie ihre Landsleute getroffen, und dann konnte man auch billiger essen als im Restaurant, man konnte Karten spielen. Also diese Circolo Carlo Levi hatte einmal eine politische Bedeutung, aber da auch eine gesellschaftliche Bedeutung für die Migranten, die hier in Berlin sich allein fühlten und so weiter. Edith, du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, dass da auch Frauenorganisationen dabei waren. Was haben die denn gemacht? Also die Frauenorganisationen haben verschiedene Kurse organisiert für italienische Frauen. Zum Teil auch diese typischen Kurse wie Nähkurse, Kochkurse. Aber sie haben das zusammen gemacht mit ihren deutschen Freundinnen. Also da gab es so eine Art von erste interkulturelle Austausch, sagen wir. Dann auch so Beratungen. Und dann haben sie auch durch den Senat, finanziert durch den Senat, eine Broschüre herausgegeben, wo, und das war sehr wichtig, welche Institutionen sie mit Frauenfrage in Berlin sich beschäftigen, wenn man Probleme hat, wo man hingehen kann und so weiter. Also das war eine ganze Reihe von Aktivitäten, die UDI veranstaltet hat, sagen wir, für Migrantinnen, jetzt ein bisschen stereotypisierend, aus dem Süden, Nähkursen und so weiter, aber auf der anderen Seite auch versucht, die Frauen, sagen wir, bewusst zu machen, welche sind ihre Rechte und so weiter. Vielen Dank. Welche anderen Formen der Selbstorganisation gab es denn zu dieser Zeit noch? Ja, das ist interessant, dass Anfang der 70er Jahre sind, als die in Italien die Regionen mehr Macht bekommen haben und wichtiger wurden, da sind eine Reihe von landmannschaftlichen Organisationen gegründet worden, deren Hauptmerkmal war die gemeinsame regionale Herkunft der Mitglieder. Also existieren in der Bundesrepublik verschiedene Zirkoli, so Zirkolo aus Sardinien, aus Apulien, aus Sizilien, aus Kalabrien und so weiter. Und da hier auch konnte man auch sehen eine, sagen wir, Spaltung oder Trennung katholisch-christlich und sozialistisch, mehr sagen wir laizistisch. Also die Organisationen, diese landwirtschaftlichen Organisationen, die aus Regionen stammten, die seit Jahren von den Christdemokraten regiert waren, sind in einem Dachverband organisiert, also eine christliche Dachverband, und die andere landmannschaftliche Organisationen, die aus Regionen stammen, wie der Toskana oder wie der Emilia-Romagna, die seit Jahren, nach dem Krieg, von der kommunistischen Partei und der sozialistischen Partei regiert wurde, die standen unter dem Dachverband, also der FILEF, also diese Verein, die Migrantenvereine in sich sammelte. Also da kann man ja auch so eine Trennung sehen. Ja, du schreibst ja auch, um da direkt dran anzuknüpfen, von der italienischen APU in Berlin. Was war das denn? Was haben wir uns denn darunter vorzustellen? Also das ist so, dass Berlin immer sowieso Ziel war, nicht von den typischen italienischen Arbeitsmigranten, sondern Berlin hat immer so, war immer attraktiv
für junge Italiener, die, sagen wir mal, sie haben sich rekrutieren lassen und sind als Arbeiter nach Berlin gekommen, aber dann ganz andere Lebenserfahrung hatten und ganz andere Projekte entwickelt haben. Also, und was wichtig war, war, dass in Berlin ein Professor aus Italien lehrte am Otto-Suhr-Institut, Johannes Agnoli, der zusammen mit Peter Bruckner das Buch Die Transformation der Demokratie geschrieben hat, also eine wichtige theoretische Text der Studentenbewegung. Junge Leute, die herkamen, diese Rebellen, haben Kontakte mit ihm aufgenommen und Agnoli war auch der Gründer, einer der Gründer, die ist Union der postwichtigen italienischen Emigranten, also eine Arbeitsgruppe, ein Verein, Unione degli Emigrati Italiani Progressisti, und die hatten auch eine eigene Zeitung, L'Emigrant in Lotta, der Migrant im Kampf. Und diese Gruppe, diese Arbeitsgruppe, sind manchmal nach Wolfsburg gefahren, um dort unter den italienischen Arbeitern beim Volkswagen zu, wie sagen wir, aktiv zu werden und so weiter. Ja, und dadurch gab es also, wie gesagt, auch eine Präsenz bei der APO, eine Präsenz von italienischen Migranten bei der APO, sagen wir. Und ja, und dann natürlich auch, es gab junge Leute, die dann in den 70er Jahren, die zu der außerparlamentarischen Linke Italiens gehörten, wie zum Beispiel Lotta Continua, die nach Berlin gekommen sind, weil sie die Stadt interessant fanden. Und sie gründeten Mitte der 70er Jahre eine sogenannte Casa di Cultura Popolare, das war in damals, ne, ein Haus der populären Kultur, also mit dem Ziel, die andere Kultur durch verschiedene Aktivitäten und durch die politische Arbeit tätig zu werden. Ja, das ist sehr spannend. Ich musste jetzt gerade dran denken, weil du Johannes Agnoli erwähntest, muss ich dann doch noch loswerden, dass wir ja hier in der Bibliothek der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Privatbibliothek von Johannes Agnoli übernommen haben damals. Die ist jetzt sogar vor kurzem erschlossen worden und sobald unsere Bibliothek dann wahrscheinlich im Winter, späten Winter hier wieder im Neubau geöffnet hat, dann kann man auch tatsächlich sich diese Privatbibliothek von Johannes Agnoli ansehen und auch Bücher davon in die Hand nehmen und lesen. 1500 Bücher und Broschüren. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist ein ganz schönes Meisterwerk. Ja, vielleicht. Ja, Entschuldigung, mein Computer ist ja abgestürzt jetzt, aber ich brauche nicht, es ist alles vorbei, oder? Ja, es ist noch nicht alles vorbei, aber wir sind fertig. Ich bin gerade abgestürzt, verstehe nicht, ich spreche von Revolution und diese kapitalistische Computer, ne? Ja, das ist wieder aber typisch. Das ist eine Verschwörung, ne? Aber toll, habt ihr auch die Zeitung, diese L'Emigrantin Lotta bei euch? Das müssten wir mal nachgucken. Das weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht. Nachdem der Circolo Carlo Levi zugemacht hatte, wir konnten auch nicht viele Sachen so von ihm unterbringen. Besonders diese Zeitung, L'Emigrantin Lotta. Das müssen wir auf jeden Fall dann gleich nochmal recherchieren im Anschluss. An dich schon mal tausend Dank. Das war große Klasse, Edith. Vielen, vielen Dank. Okay, ciao, Albert. Ciao. Ja, Berlin ist offensichtlich nicht erst seit kurzem für viele aus dem Ausland attraktiv, sondern war es bereits viel früher. Ja, in der Tat. West-Berlin war damals ja auch ein ganz besonderer Ort. Für Arbeitsmigrantinnen ebenso wie für linke Studentinnen. Es ist auch kein Zufall, dass man immer wieder dem Engagement der Gewerkschaften begegnet. Diese erkannten frühzeitig die Notwendigkeit, GastarbeiterInnen zu organisieren. Klar, die Gewerkschaften haben hier auch nicht immer alles richtig gemacht, aber bereits 1959 betonte der damalige Vorsitzende der IG Metall, Otto Brenner, dass die Gewerkschaften sich um die Organisierung der ausländischen Kolleginnen kümmern müssten. Dieser Ankündigung folgten bald auch Taten. So beschloss die IG Metall frühzeitig, Menschen aus den jeweiligen Anwerbeländern im neu geschaffenen Referat ausländische Arbeitnehmer zu beschäftigen, um auf diese Weise die Organisierung der fremdsprachigen ArbeiterInnen voranzutreiben. Ja, genau. Einer dieser Gewerkschaftsaktivisten war der gebürtige Portugiese Manuel Campos, der später gar zum Leiter der Abteilung ausländische Arbeitnehmer der IG Metall wurde. Er berichtet in einer Anekdote davon, wie sich die praktische Gewerkschaftsarbeit mit anderen unmittelbar politischen Fragen überschnitt.
Diese Geschichte wird hier jetzt kurz eingelesen. Ich erinnere mich besonders gut an einen meiner ersten Einsätze. In Singen am Hohentwiel bei der damaligen Firma Alusingen. Es war kurz nach dem Ende der Diktatur durch die Nelkenrevolution im April 1974. Bei Alusingen arbeiteten hunderte Portugiesen. Unter ihnen waren auch einige, die als Soldaten in den ehemaligen Kolonien gekämpft und dabei ihr Leben riskiert hatten. Wenige Tage vor meinem Besuch hatte die IG Metall die neue Ausgabe ihrer Metallzeitung veröffentlicht, in der sie zur Beendigung des Kolonialkriegs aufrief. Zwar hatte ich zu dieser Zeit noch nicht so viel Erfahrung, aber ich war von den Forderungen der Gewerkschaft überzeugt, zumal ich 1972 aus politischen Gründen aus Portugal in die Bundesrepublik geflüchtet war. Ziel der Veranstaltung war es, meine Landsleute von den Vorteilen und der Notwendigkeit ihrer gewerkschaftlichen Organisierung zu überzeugen. Viele der ehemaligen Soldaten konfrontierten mich jedoch mit der Stellungnahme der IG Metall. Was soll die Forderung nach Unabhängigkeit? Das ist eine Respektlosigkeit. Wir haben unser Leben riskiert, damit Portugal seine Überseegebiete erhalten kann. Wieso mischt sich die IG Metall überhaupt in unsere politischen und nationalen Angelegenheiten ein? Und dann sollen wir uns auch noch dort organisieren? Nachdem sie ihren Frust und Ärger rausgelassen hatten, entschied ich mich für einen Frontalangriff. Ich sagte, die IG Metall ist eine freie und unabhängige Organisation, die für Freiheit und Menschenrechte kämpft und sich für die Rechte und Interessen ihrer Mitglieder in der Metallindustrie einsetzt, egal ob Deutsche oder Ausländer. Wer so denkt wie ihr und den Krieg rechtfertigen will, ist bei der IG Metall sowieso am falschen Platz. Ihr solltet euch kritischer mit dem Kolonialkrieg auseinandersetzen. Wenn ihr das tut, dann stehen die Türen der IG Metall für euch offen. Für einen Augenblick herrschte Totenstille. Dann brach die Diskussion los. Letztendlich ließen sich viele von den Grundwerten der IG Metall überzeugen und traten der Gewerkschaft bei. Dies zeigt, dass die Auswirkungen, die diese Organisation hatte, weit über ein enges Verständnis gewerkschaftlicher Interessenvertretung hinausgingen. Die Verbindung der Gewerkschaft mit der Kolonialfrage in dieser Geschichte finde ich hochspannend. Leider wird in der Migrationsgeschichtsschreibung die Rolle der Gewerkschaften und auch der Arbeitskämpfer als Motor der Integration oft übergangen. Ebenso wie der Widerstand gegen rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Allzu oft werden die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter als brave Arbeitnehmer dargestellt, die sich autoritätsgläubig in ihr Los fügten. Erzählungen vom Widerstand, gar von Arbeitsniederlegungen wie dem großen Streik in den Kölner Fordwerken 1973 und von der bedeutenden Rolle der Gewerkschaften, sind immer noch vergleichsweise selten. Deshalb befassen wir uns hier heute mit der Selbstorganisierung der Migrantinnen und Migranten. Weil wir zeigen wollen, dass sie etwas taten, dass sie sich organisierten, dass sie eigene Vereine und Einrichtungen gründeten, dass sie um bessere Arbeitsbedingungen kämpften. Kurz, dass sie Widerstand gegen den Rassismus leisteten, im Alltag und auf Arbeit, und eigene Wege zu ihrer gesellschaftlichen Teilhabe erprobten. Jetzt lass uns aber direkt zum zweiten Gespräch übergehen, für das uns der Kollege Murat Çakır aus Hessen telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Murat. Hallo. Hallo Murat, auch von mir. Du publizierst ja bereits seit langem über die türkische Community in Deutschland. Könntest du für unsere HörerInnen beschreiben, wie man sich die Ankunft und die ersten Schritte der türkischen GastarbeiterInnen vorzustellen hat? Also ich kann das sogar von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen aus berichten. Es war für viele, für die überwiegende Mehrheit, auf der einen Seite Abenteuer, auf der anderen Seite Sprung ins eiskalte Wasser gleichzeitig. Es gilt damals schon, dass sie in der Fremde leben müssen, was da in der türkischen Gesellschaft oder in der Türkei, in den türkeistämmigen Gruppen ja weit verbreitet ist. Fremde ist was Schlechtes. Darüber gibt es zahlreiche Gedichte und Lieder, und deshalb waren sie sehr ängstlich.
Anfänglich war das so, dass sie natürlich auch sehr gut behandelt worden sind, weil man hat ja auf deren Arbeitskraft gehofft. Sie sollten ja auch die Wirtschaft ankurbeln und natürlich auf der anderen Seite die Löhne etwas drucken. Aber sie kamen hierher ohne Sprachkenntnisse, ohne vernünftig betreut zu werden, ohne die Unterstützung von Familienangehörigen, die in der Türkei geblieben waren. Und hinzu kam ja noch dazu, dass sie in eine unbekannte Geografie gereist sind, mit unbekannten Traditionen. Sie konnten sich noch nicht mal richtig bewegen, weil sie sich auch vor Ort nicht auskannten. Wie kann ich meine Lebensmittel besorgen? Was esse ich hier? Es gibt oder gab nichts, was sie in der Türkei gewohnt waren. Es war ja vieles anders. Und das Ganze hat sie sozusagen sprachlos in der Fremde gemacht und sie waren dann halt auf sich selbst angewiesen. Sie mussten sich gegenseitig helfen, weil keine weitere Hilfe zur Verfügung stand. Insofern war das für viele junge Leute auch gleichzeitig ein Abenteuer, weil er sich vieles entwickeln konnte. Für sie war es aber auch besonders schlimm, abhängig zu sein von Personen, die der deutschen Sprache zum Teil mächtig waren, aber gleichzeitig auch Wege und Möglichkeiten kannten. Das war besonders problematisch, weil auch ein Großteil der Menschen, die hierher kamen, aus den ländlichen Gebieten gekommen sind und die gesellschaftliche Solidarität in der ländlichen Community hier gar nicht zählen konnten. Sie waren mit Leuten zusammen auf engstem Raum in Wohnheimen untergebracht, mit denen sie in der Türkei überhaupt nichts zu tun hatten. Nun waren alle aufeinander angewiesen. Das war die eigentliche Situation in den ersten Tagen und Monaten. Es ist ja auch sehr schnell gegangen, dass die Türkinnen und Türken sich selber organisiert haben. Also ich habe gelesen, dass bereits 1961 der Verein der türkischen Arbeiter in Köln und Umgebung gegründet wurde. Richtig. Wie kam das damals zustande und was machte denn dieser erste türkische Arbeiterverein in der Bundesrepublik? Also Ruhrgebiet war ja ein besonderer, Zentrum der Kettenmigrationsprozesse. Innerhalb kurzer Zeit sind sehr viele Menschen dorthin angekommen. Sie konnten ja in den beengten Räumen der Wohnheime nicht länger bleiben. Sie mussten auch mal raus. Also trafen sie sich in den Bahnhofsvorplätzen oder in den Bahnhöfen. Und so kam auch die Idee heraus, dass man sich irgendwo in Hinterhöfzimmern in Vereine gebildet hat. Man hat Kartenspiele organisiert und so weiter. Und gerade diejenigen, die in Köln angekommen sind, man muss da mal dann bedenken, dass zeitweilig bis zu 40% der gesamten Beschäftigten bei den Fortwerken türkeiständig waren. Insofern kam es natürlich da zu Situationen, wo fortschrittlich denkende junge Menschen die Notwendigkeit der Organisierung gesehen haben, die schon von der Türkei aus gewerkschaftlich organisiert waren, schon auch in den gewerkschaftlichen Kämpfen drinnen waren. Die haben dann 1961 sehr schnell diesen Verein in Köln gegründet. So kam es dazu, dass auch sehr viele türkeiständige Mitarbeiter der Fortwerke sehr schnell Gewerkschaftsmitglieder wurden. Und einer von denen war auch Yılmaz Karahasan. Er ist der einzige und bisher einzige in den Vorstand der IG Metall gewählte Türkeiständige. Also bis jetzt, seit 1971. Das Problem war, dass die Gewerkschaften und teilweise auch die Betriebsräte die Gleichbehandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in den Vordergrund gestellt haben. Sie haben niedrigere Löhne bekommen, hatten nicht die gleichen Rechte wie die übrigen deutschen Beschäftigten, sodass dann auch später in den nächsten Jahren, ich glaube, das war 1973, sogar zu wilden Streits gekommen ist. Aber dieser Verein hatte auch die Aufgabe, sie zu betreuen, ihre alltäglichen Probleme zu lösen. Es ging auch darum, dass sie auch Deutschkurse bekommen haben. Es fanden Veranstaltungen statt. Und teilweise natürlich auch die Entwicklung in der Türkei mitverfolgt,
sodass da eine linke, das kann man durchaus sagen, eine linke Organisierung entstanden ist. Murat, waren denn in diesen Arbeitervereinen eigentlich auch Kurdinnen und Kurden dabei? Ja, natürlich. Also wir haben immer türkeiständig gesagt, weil es ja keine ethnisch reine Türken waren. Aber anfänglich war es so, genau wie in der Türkei, sie kamen mit ihrer Identität nicht so heraus. Genau wie die Aleviten. Die Identitäten wurden eher in den späteren 60er Jahren in den Vordergrund gestellt, auch im Zusammenhang mit den ganzen gewerkschaftlichen Kämpfen, mit Arbeitskämpfen, mit den politischen Kämpfen in der Türkei, wurden die Kurdinnen und Kurden natürlich auch selbstbewusster. Murat, du hast ja gerade schon über die Rolle der Gewerkschaften gesprochen. Das war schon ganz erhellend, fand ich. Vielleicht kannst du da nochmal drauf zurückkommen, auch mit Blick, du hast den wilden Streik schon erwähnt, den großen Streik in Kölner Fortwerken von 1973. Welche Rolle spielten denn solche Arbeitskämpfe? Also die Arbeitskämpfe waren sehr integrationsfördernd innerhalb der Arbeiterschaft. Aber man muss sagen, dass die Rolle der Gewerkschaften beziehungsweise auch der Betriebsräte sehr ambivalent war. Anfänglich war es so, ich kann mich zum Beispiel an die Diskussionen über die Ausländerbeiräte erinnern, da war ich gerade mal 18 Jahre alt, das war 1978. Da haben die Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften, aber auch von der AWO und den anderen Wohlfahrtsverbänden immer wieder gesagt, ja, wir reden doch für euch, wir reden doch in eurem Namen. Wozu braucht ihr denn irgendein Beirat oder sonst was? Wir können das erledigen. Dieser paternalistische Stellvertreterpolitik war lange Zeit in den Gewerkschaften und in den Wohlfahrtsverbänden sehr verankert. Aber man muss auch sagen, wenn wir von dem wilden Streik bei Ford sprechen, ging es ja in der Tat um die Frage der Gleichbehandlung. Am 24. August 1973 haben sie, ich glaube, das waren über 400 türkische Arbeiter, die in den wilden Streik gegangen sind. Also sie haben 6-7 Tage lang gestreikt, wurden aber seitens der Presse und Betriebsrat und den Gewerkschaften quasi als Extremisten dargestellt. Natürlich waren da einige Kommunistinnen, Kommunisten dabei, es waren Linke dabei, die auch aus den anderen Städten kamen, um sie zu unterstützen. Es endete ohne irgendwelche Erfolge, aber dadurch haben sie gezeigt, dass sie dazu bereit sind, gegebenenfalls für ihre Rechte auf die Straße zu gehen und die Arbeitsniederlegung vorzunehmen. Und die Gewerkschaften mussten darauf reagieren. Und heute kann man in den ganzen Betrieben, in der gesamten Bundesrepublik, keinen einzigen Betriebsrat mehr vorstellen, in der kein Migrant in irgendeiner Weise involviert ist. Du schreibst auch, dass Vereine und Organisationen oftmals von linken Aktivistinnen gegründet so eine Art Doppelrolle ausüben im Blick auf Deutschland und die Türkei. Wie würdest du diese Doppelrolle beschreiben? Nun, es ist ja so, dass die Migrantinnen und Migranten aus der Türkei zweifach Probleme hatten. Zum einen, sie wurden als reine Devisenbeschaffer von dem türkischen Staat angesehen. Quasi, sie hatten damals einen Teil der sozialen Frage exportiert nach Deutschland. Und in Deutschland waren sie die Gäste, die nicht die gleichen Rechte hatten wie die anderen Kolleginnen und Kollegen. Nun war es so, dass die vielen Gastarbeiter nicht nur Behördenprobleme in Deutschland hatten, sie mussten auch ihre Reisepässe verlängern, sie hatten türkeispezifische Probleme, es ging um die Militär. Es ging um die Frage, Gelder zu überweisen. Es ging um die Frage, wie sie von den Konsulaten behandelt wurden. Insofern waren gerade die linken Aktivistinnen, die auch für eine Veränderung der politischen Verhältnisse in der Türkei sich eingesetzt haben, in einer Situation, wo sie auf die Solidarität der deutschen Linken gehofft haben. Deshalb mussten sie, als sie sich hier organisiert haben, sowohl für die alltäglichen migrantischen Probleme kümmern, gleichzeitig aber auch um die Frage der Veränderung, der politischen Veränderung oder der politischen Verhältnisse in der Türkei
hier kämpfen, ihren Beitrag leisten. Daher ist es immer so gewesen, dass die spezifischen Probleme der Migrantinnen und Migranten immer doppelt waren. Sowohl von also Probleme, die aus den Herkunftsländern herrühren, als auch aufgrund ihrer Situation, rechtlichen Situation hier in der Bundesrepublik. Ich habe noch eine Frage, die noch mal ein bisschen anderen Akzent setzt. Du hast dich ja selber als Person jetzt vorhin auch schon eingebracht. Wie war denn das für dich persönlich oder auch vielleicht sogar, wie ist das für dich persönlich? Hast du selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Und wenn ja, welche waren das denn? Oh ja, also ich will mal so sagen, als Kind war ich ja blond. Jetzt habe ich zwar keine Haare mehr, aber ich sah nicht so aus wie ein typischer Türke. Es war ja auch so, als ich zum Beispiel für eine Wohnung mit meinem Vater und meiner Mutter auf der Suche war. Ich hatte angerufen bei einer Familie oder einem Vermieter. Die haben uns dann natürlich sofort eingeladen. Ich bin dann hingegangen, habe dann mit denen gesprochen. Hatte die Hoffnung, die Wohnung zu bekommen. Und als es um den Mietvertrag ging, habe ich den Namen geschrieben, da sagt er, oh, meine Mieter wollen aber keinen Türken im Haus. So waren die ersten Erfahrungen. Dann natürlich, wenn ich meinen Namen ausgesprochen habe, der alltägliche Rassismus hat uns immer wieder betroffen gemacht, beziehungsweise auch wütend gemacht. Das war eine Menge. Und innerlich war es echt super spannend. Hast ein paar ganz tolle Akzente gesetzt, glaube ich. Tausend Dank, Murat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, viel Spaß noch. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten viele weitere Migrantinnengruppen durchgehen, um zu schauen, was sich ähnelt und wo vielleicht auch Unterschiede liegen. Ja, ich auch. Aber dafür ist eine Stunde Podcast dann doch zu kurz. Immerhin haben wir einen super Tipp. Es gibt nämlich auf unserer Website rosalux.de/historisches-zentrum ein Buch, das man kostenlos herunterladen und auch gedruckt bestellen kann, in dem die Autorinnen und Autoren die Anfänge der Selbstorganisation in 8 migrantischen Communities beschreiben. Neben den Italienern und Türken, über die Edith und Murat schreiben, sind dies die kurdischen, griechischen und portugiesischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die vietnamesische Community und schwarze Deutsche. Außerdem gehören die DDR-Vertragsarbeiter natürlich dazu, über die im Buch der Historiker Patrice Poutrous schreibt. Patrice ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Patrice. Hallo. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen im Studio. Patrice, die erste Frage gleich, damit wir hier loslegen und uns warm reden. Wenn wir auf die VertragsarbeiterInnen in der DDR schauen und hier zahlenmäßig vor allen Dingen auf die aus Vietnam und Mosambik, was waren denn deren Motive, in die DDR zu kommen? Also offiziell galt es als eine Art von Entwicklungshilfe, also dass sie in die DDR kommen sollten, um sich zu qualifizieren. Oder hinter vorgehaltener Hand wurde auch mal gesagt, um arbeiten zu lernen, wo dann gleich sozusagen der hierarchische Habitus gleich durchgebrochen ist. Wir wissen noch nicht so viel darüber, weil es wenig Selbstzeugnisse über die Motive der Vertragsarbeiterin gibt. Die aber, mit denen wir sprechen konnten, also wir, meine ich sozusagen Forscherinnen, die verweisen darauf, dass die Motive nicht so anders waren als bei anderen Arbeitsmigrantinnen. Allerdings mit so einem speziellen Drive. Also Vietnam war auch Ende der 70er Jahre noch ein Land, das schwer vom, insbesondere Südvietnam, schwer vom Krieg gekennzeichnet war. Und gleichzeitig auch schwer gekennzeichnet war durch die gesellschaftliche Transformation. Also es hat in Vietnam Hungersnöte gegeben. Die Kollektivierung hat sich in fast ähnlicher Art und Weise wie in China oder in der Sowjetunion negativ auf die Gesamtökonomie ausgewirkt. Also es ist nicht so, dass nach Ende des Krieges die Situation sich beruhigt hat, eher im Gegenteil. So ähnlich ist es in Mosambik. Mosambik hat einen sehr langen und auch ziemlich zerstörerischen Kolonialkrieg hinter sich, der eigentlich nicht gewonnen wurde von den Mosambikanerinnen, sondern der beendet wurde,
Wallis in Portugal zum Ende der Diktatur kam. Zugleich ist Mosambik relativ schnell ein Bestandteil des globalen heißen Krieges im Kalten Krieg geworden. Also dass Mosambik zu einem Konfliktherd zwischen den Großmächten wurde. So dass man eigentlich sagen kann, dass wenn man von der unmittelbaren Situation abstrahiert, dass das Motiv war, dass die Menschen ihre Lebenssituation für sich, aber auch für ihr familiäres Umfeld verbessern wollten. Wir haben ja in unserer Einleitung schon kurz erwähnt, dass in der DDR selbst eine Selbstorganisation grundsätzlich gar nicht möglich war. Also weder für Deutsche noch für Migrantinnen und Migranten. Kannst du uns denn trotzdem ein oder zwei Beispiele geben für betriebliche Auseinandersetzungen oder vielleicht sogar Arbeitsniederlegungen von Vertragsarbeitern in der DDR? Also grundsätzlich ist man dann davon ausgegangen, und zwar sowohl auf der Seite der sogenannten Entsendeländer als auch auf der Seite der DDR, dass es sowas wie eine Interessenidentität gibt zwischen sozusagen dem staatlichen Handeln und dem individuellen. Und deswegen sollte es auch keine Form von Selbstorganisation geben, weil man davon ausging, dass sie eigentlich nicht nötig ist. Das wäre sozusagen nur auf der anderen Seite, also im Kapitalismus, nötig gewesen. Es hat sich aber gezeigt, und übrigens nicht nur bei den Vertragsarbeiterinnen, sondern zum Beispiel auch bei den Auslandsstudentinnen, dass es durchaus divergierende Interessen gab, aus durchaus nicht politischen oder nicht sozialen Gründen, sich selbst zu organisieren. Also dass Studierende aus Westafrika gerne mit Studierenden aus Westafrika zusammen sein wollen und eben nicht verstreut über die Studentenwohnheime oder ähnliches. Politisiert hat sich das dann immer in Konfliktsituationen. Um mal auf die Vertragsarbeiterin zurückzukommen, für viele war die Ankunft in der DDR die Erfahrung, dass eigentlich die Versprechungen, die ihnen gemacht wurden, nicht eingehalten wurden. Es wurde immer appelliert an die Solidarität und dass es vom Grundsatz her eine Gleichstellung gab, aber im Alltag sah das oft ganz anders aus. Da wurde man zu einfachsten, körperlich schweren oder gesundheitsgefährdenden Arbeiten eingesetzt. Die Qualifikationen lagen meistens außerhalb dessen, was die Arbeitsmigrantinnen glaubten, für sich als nützlich anzusehen in ihren Heimatländern, und sie wurden häufig auch schlechter bezahlt. Und dann haben viele auch erst hier gemerkt, zum Beispiel bei den Mosambikanern ist das ganz großer Punkt immer gewesen, dass sie einen Teil ihres ihnen zustehenden Einkommens ja gar nicht ausgehändigt bekommen haben, sondern gleich nach Hause, aber nicht auf ihr Privatkonto, sondern auf Staatskonten überwiesen wurden. Und dann war es von Situationen abhängig, die komplex sind, ob es dann tatsächlich zu sowas wie Arbeitskämpfen gegeben hat. Es gibt Beispiele, wo einzelne Arbeitsmigrantinnen gedroht haben zu streiken. Unter anderem haben eine ganze Reihe dadurch eine Verbesserung ihrer Ausbildungssituation bekommen, dass sie eben doch nicht nur als Lagerarbeiter arbeiten sollten, sondern tatsächlich Buchhaltung und all die Dinge, die sonst dazu führen, auch lernen sollen, solche Dinge. Von organisierten Streiks ist nicht so viel bekannt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Wissenslage schwierig ist. Solche Konflikte sind ja nicht nur, was Arbeitsmigrantinnen betrifft, ein Tabu in der DDR gewesen, sondern grundsätzlich sind Arbeitsniederlegungen, kamen ja eigentlich im Selbstbild der Staatspartei nicht vor. Und deswegen sind solche Dinge immer Staatsgeheimnisse geworden. Was wir aber wissen, ist, dass zum Beispiel bei dem frühen Einsatz von algerischen Vertragsarbeiterinnen fast flächendeckend zu schweren Arbeitskonflikten kam. Und das ist was ganz Ungewöhnliches für die DDR gewesen. Sie haben also sozusagen, sind gegenüber den DDR-Betrieben aufgetreten, als ob das Kapitalisten wären, und haben sich wie organisierte Arbeitnehmerinnen verhalten. Von denen wissen wir eigentlich relativ wenig, weil auch in den Dokumenten, die da darüber zu finden ist, der Streikverlauf gar nicht beschrieben wird, sondern häufig sozusagen die Reaktionen der Institutionen auf den Streikverlauf beschrieben werden. Und die sind von Panik bis Vertuschung, findet sich da alles. So würde ich es nennen, dann auch rassistische Stimmung mache gegenüber der restlichen Belegschaft vor allen Dingen, lässt sich nachweisen.
Ich wollte nur eine Sache noch kurz unterbringen, weil mir das aufgefallen ist. Wir haben ja vorhin mit Murat Şaki gesprochen über die Anfänge auch der türkischen Selbstorganisation in Deutschland. Und auch er hat den Begriff des Paternalismus gebraucht gegenüber, ich glaube, im gewerkschaftlichen Kontext, dass so eine grundsätzlich eine paternalistische Haltung, glaube ich, in der deutschen Bevölkerung Ost wie West gegenüber den zuwandernden Arbeitskräften gegeben war, das scheint mir schon augenfällig. Ja, außerdem ist das auch eine Tradition in der deutschen Arbeiterbewegung. Dann immer ist es in der Arbeiterbewegung zu schweren Verwerfungen gekommen, wenn es tatsächlich über nationale Zugehörigkeiten hinausging. Das fing bei den Ruhrpolen an. Und das ist sozusagen auch ein schwieriges Kapitel, nochmal darüber reden zu wollen, wieso es eigentlich keine Solidarität mit den Zwangsarbeitern während des Nationalsozialismus gegeben hat. Und da reden wir von Millionen von Arbeitsmigrantinnen und setzte sich dann eben fort. Und da sehe ich strukturell erhebliche Unterschiede zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Wenn man sozusagen das Habituelle greift, dann sind die Unterschiede nicht so groß. Du hast gerade gesagt, wie die Reaktion des Staates war auf solche Arbeitskämpfe. Gab es denn auch Reaktionen, du hast die schwierige Quellenlage genannt, aber auch von der DDR-Bevölkerung auf diese oder von anderen Vertragsarbeiterinnen? Also von der DDR-Bevölkerung, so weit würde ich nicht gehen, dass wir das wissen können, weil ich glaube, dass es auch viele nicht wussten. Also das Beispiel, das ich eben angeführt habe, stammt aus dem Kalibau in Thüringen. Das war in der DDR eine große Industrie mit vielen Beschäftigten und deswegen gibt es da tatsächlich Stimmungsbilder, was ja sozusagen zum politischen Geschäft in der DDR immer dazugehörte. Und die Stimmungsberichte, die wir kennen, die noch relativ ungefiltert in den Betrieben ankommen, relativ muss man schon sagen, weil wir es nicht genau wissen, ob das wirklich Leute gesagt haben oder ob wir nicht eigentlich jetzt gerade die Positionen derjenigen lesen, die die Berichte schreiben mussten. Da lässt sich Empörung finden, so nach dem Motto, also tatsächlich apropos Paternalismus, wo kommen wir denn da hin? Wenn das jeder machen würde, war ja noch nie so. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, wenn man sich ihre Situation anschaut, könne man das verstehen. Da lässt sich sozusagen das ganze Tableau von Ressentiment to Empathie finden. Und das Interessante ist, dass das Ressentiment eher das ist, was dann so weitergemeldet wurde. So nach dem Motto, sind empört und findet keinen Widerhall in der Bevölkerung und Ähnliches. Weil das wahrscheinlich auch wieder dann mit dem Selbstbild entsprechend besser passte, die Empörung darüber, ne, als ja, die Empathie dafür. Patrice, du bist ja im öffentlichen Raum auch gleich als jemand zu erkennen, der eine Person of Color ist. Ich habe mich gefragt, wie war das denn für dich in der DDR? Hast du persönlich auch viel Rassismus erfahren oder war das eher wenig? Ja, habe ich. Ich wusste noch nicht, dass es Rassismus war. Also ich wurde ein paar Mal verprügelt und zum Beispiel bei Schulhofprügeleien war es sozusagen immer nur bei mir ein Tick anders als bei den anderen, weil sozusagen andere Kommentare kamen. Ich hatte als Teenager unglaubliche Probleme, eine Freundin zu finden, aufgrund der Intervention der Väter von den Mädels. Das war richtig furchtbar für mich. Tatsächlich hat sich sogar mal während der NVA-Zeit der Vater eines Soldaten bei meinem Kommandeur beschwert, ob ich denn vertrauensvoller Truppenführer wäre. Und der war auch Genosse. Und der kannte mich überhaupt nicht. Der hat mich nur, weil ich da gerade Diensthabender war, gesehen. Und deswegen war gleich die erste Frage, die er meinem Kommandeur gestellt hat und solche Dinge. Und dann sind auch immer so strukturelle Dinge passiert. Also, dass mir immer mal wieder gesagt wurde, dass aufgrund der Herkunft meiner Väter mir bestimmte Berufschancen in der DDR nicht offen standen. Also, eine Sache bin ich ziemlich glücklich drüber, dass das so war, aber damals war ich tödlich beleidigt. Ich konnte zum Beispiel nicht Offizier der NVA werden, das ist mir ganz klar gesagt worden. Das war in der DDR ein todsicheres Ticket für den Abiturplatz. Und habe ich gesagt, mache ich auch, und ist mir gesagt, nee, machen Sie nicht. Boom. Also da gab es richtig so eine Kommission, wo dann gesagt, da saß ein NVA-Offizier, da brauche ich gar nicht deine Akte mir angucken, du wirst kein Offizier der NVA. So, also das ist immer so, das bewegte sich sozusagen zwischen persönlichen Erfahrungen und strukturellen Dingen. Und dahinter steckte immer auch die Frage, kann man denn so einem trauen? Ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, dass
dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Also, dass ich habe mich richtig abgestrampelt, immer um zu beweisen, dass die Genossen auch Vertrauen zu mir haben können. Und habe eigentlich erst relativ spät realisiert, dass das total verschenkte Energie war. Vielen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke auch. Wir haben noch abschließend eine Frage, weil sie natürlich auch das heutige, finde ich zumindest, das Berliner Stadtbild ein bisschen prägt. Und ich wohne in Lichtenberg, vielleicht liegt es auch daran, ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen bin. Als die Selbstorganisierung 1990 in der Wendezeit plötzlich möglich wurde, wie haben die Vertragsarbeiterinnen diese Chance denn damals und dann auch anschließend in den folgenden Jahren versucht zu nutzen? Denn das gesellschaftliche Umfeld im Zuge der deutschen Einheit wurde für Migrantinnen ja nicht unbedingt leichter, sondern auch komplizierter. Eigentlich war es eine dramatische Verschlechterung. Und ich habe es auch schon mal mehrfach öffentlich gesagt, gegen das, was die Vertragsarbeiterinnen in Ostdeutschland aushalten mussten, und zwar aus der Gesellschaft wie aus den Institutionen, ist all das, was es an Erzählungen über die Einheitskriege geht, wirklich harmlos. Die wurden von einem Tag auf den anderen illegalisiert. Und dann setzte sozusagen der gesamte Repressivapparat des deutschen Staates, damals noch zu Teil DDR-Institutionen, die scheinbar beweisen wollten, dass sie das auch gut können. Die meisten sich transformierenden Betriebsleitungen daran gingen, sozusagen allen sozialpolitischen Ballast abzuwerfen, den es gab. Und das bedeutete, dass zum Beispiel Vertragsarbeiterinnen aus ihren Wohnunterkünften flogen, auf kürzesten Wege. Dass sie zu den ersten gehörten, die ihre Arbeitsstellen verloren. Und dann kam sozusagen diese Illegalisierung. Schlechter geht's eigentlich gar nicht. Und sahen sich gleichzeitig zusehends einer gesellschaftlichen Situation gegenüber, die sie als überflüssig in Ostdeutschland betrachtet haben, wo der Schritt zur Gewalt unglaublich kurz war. Und gleichzeitig gab es in der Gesellschaft kaum Unterstützung. Dass es keine gab, wäre falsch. Das wäre vor allen Dingen den wenigen Menschen in Ostdeutschland gegenüber ungerecht, die sich an ihre Seite gestellt haben. Aber das war so minoritär, dass alle, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, wirklich über schwarze Jahre erzählen. Auch die, die hier bleiben konnten. Und da war die Frage einer zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation nicht auf der Tagesordnung, sondern da war es, Überleben zu organisieren, auf der Tagesordnung. Dabei, um aber gerecht zu sein, waren sozusagen Kontakte, die man vorher gepflegt hat, in den Wohnheimen oder in der Arbeit, nicht bedeutungslos, sondern es sind häufig dann diese Netzwerke gewesen, auf die man sich stützen konnte. Was wir aber sehen, ist, dass weniger sozusagen auf einem parteipolitischen Level, aber dass es Formen von Selbstorganisationen gibt, dass es also nicht nur darum geht, sozusagen eine migrantische Ökonomie zu entwickeln, was sozusagen der erste Punkt war, sondern dass so eine Art neues Selbstbewusstsein im Hier entsteht. Und das macht mir eigentlich ziemlich Hoffnung. Ja, das ist ein schöner Schluss. Dir vielen Dank, Patrice. Das war ganz große Klasse. Und die Parallelitäten zu heute auch deutlich sichtbar, finde ich. Also das ist ja dann immer das Erschreckende. Ja. Ja, damit sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch wieder Spaß gemacht, dabei zu sein und natürlich auch, dass wir Interesse für das Thema wecken konnten. Denn nicht vergessen, es gibt genau zu diesem Thema eine neue Publikation des Historischen Zentrums, in der unsere heutigen drei Gäste und weitere Autorinnen sich mit der Frühzeit der Nachkriegsmigration und den Anfängen der migrantischen Selbstorganisation befassen. Unter rosalux.de/historisches-zentrum könnt ihr dieses Lesebuch herunterladen oder auch kostenfrei ein Druckexemplar bestellen. Es lohnt sich. Ja, das finde ich natürlich auch. Man kann auf der Website übrigens auch unsere Newsletter bestellen. Und wo wir schon dabei sind, ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien folgen. Bei Instagram rosalux-history, bei Twitter und Facebook rls-history. Und man kann diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Bleibt uns nur noch zu sagen, dass unser nächster Podcast nicht im Weihnachtsloch Ende Dezember, sondern einen Monat später, Ende Januar, erscheinen wird. Wir können Ihnen und euch jetzt schon versprechen, dass es auch dann wieder spannend wird.
Es geht nämlich um den Black History Month im Kontext von Black Lives Matter. Ciao, ciao. Tschüss.